Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal und auf meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich auf komische TikToks reagieren. Letztens habe ich gesehen, dass das euch gefallen hat, nicht geklappt hat, sondern gefallen hat. Und deswegen mache ich den nächsten Video für euch. Also bitte kommentieren, liken, abonnieren und wir fangen jetzt an. Mal lauter. Show yourself and then show what you look like. Die Maske ist voll geil. Halloween oder so anziehen. Der ist richtig geil. Kennt ihr so eine Deadpool-Maske? War ein bisschen ähnlich, aber Deadpool-Maske sieht ja natürlich anders aus. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und TikTok sieht man echt oft, oder? Boah, ich finde nicht attraktiv, ne? Irgendwie so mäßig, wie Mädchen angezogen sind, so gefällt mir irgendwie auch nicht. Ich habe nichts gegen andere Personen, wie die angezogen sind oder so. Aber ich habe nichts gegen, aber das ist nicht so, nicht mein Geschmack, so sagen wir mal so. Manche Leute sagen, oder Menschen sagen manche, dass sie zu alt sind für TikTok oder für irgendwelche Dinge. 87 Jahre alt und kommt. Geht alles, wenn man will. Go on. Sounds like a dog toy. But actually, this is a sonorous war cry of a very angry frog. Kaden, you got 55% on the test. Which is the highest of everyone in the class. That wasn't clapping your hands, that was more like just. Oh, I can't! Can you say woo? Can you say rar? Die habe ich auch mal schon mal auf TikTok gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, aber habe ich glaube ich schon mal einmal gesehen. Oh, my fucking god, my heart. Everybody learn your ABCs. Start with A's and with Ist voll krass, ey. Die das gemacht haben.
Boah, den kenne ich. Der ist echt krank. Der ist krank einfach. Schaut euch mal die Videos von ihm. Hier habt ihr ja TikTok von ihm. Junior One Go. Könnt ihr mal anschauen, könnt ihr euch mal anschauen. Boah, der ist einfach krank. Was der da macht. Aber auch lustig. Ab und zu hat er auch lustige Videos. Und da kommt jemand rein. Hey guys, it's me, the Potato King. That was weird. Someone asked me what kind of memes I like, but there's so many options. I think I like this one. Anyways, I'm gonna go listen to some dubstep, like a boss. Show yourself, then show what you be fucking. Ich finde, wenn man schon so viel wiegt, ich weiß nicht, ob die Person jetzt irgendwelche Krankheit hat oder so. Es kann immer was sein, aber wenn man schon so viel wiegt, dann da muss man schon langsam überlegen, ob man ein bisschen abnehmen soll oder nicht. Ich bin der Meinung, dass man immer sportlich sein soll, nicht immer so aussehen soll, weil dadurch bekommt man Krankheiten, Herzprobleme, Beineprobleme, alles wird langsam, ja, so. Ja, sieht auch nicht attraktiv aus, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber schreibt mal auch in die Kommentare rein und nicht, dass ihr schreibt, boah, voll respektlos und so. Also ich habe meine Meinung dazu geäußert und jeder hat andere Meinung. Also ich finde schon zu viel. Was? Ich muss mir nochmal das anschauen. Glaube ich nicht. Was? Was? Warte, Leute. Ich mache eben ein Bild davon. So vielleicht.